Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder weiter in unserer Playlist Tennis in der Defensive. Und heute schauen wir uns mal den Verteidigungsschlag schlechthin an. Und zwar schauen wir uns heute den Lob mal genauer an. Wir hatten ihn letzte Woche schon in der Matchanalyse und heute mal ganz detailliert, wann spiele ich ihn, wohin spiele ich ihn, wie spiele ich ihn und welche häufigen Fehler beim Lob auftreten. All das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Der Lob ist ein Schlag, den gibt es jetzt nicht nur beim Tennis, den gibt es auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel auch beim Badminton. Punkt dazu blende ich dir hier nochmal ein, wo ich im Lockdown gegen Tommy Badminton gespielt habe. Aber auch da gelten beim Lob auch dieselben Prinzipien, die wir auch hier jetzt beim Tennis haben. Wenn man Tennisspieler fragt, ist es häufig so, was macht denn für dich eigentlich einen guten Lob aus, werden viele sagen, ja, der Ball muss lang auf die andere Seite ins Feld gehen und am besten noch hinter meinem Gegner auftippen. Und da sind schon zwei Sachen dabei, über die man zumindest mal diskutieren kann. Kannst du gerne mal in die Kommentare hier drunten schreiben, was für dich wichtiger beim Lob, Länge oder Höhe. Und zwar, im Kern ist der Lob ja ein Verteidigungsschlag und kein Winner. Heißt, der Ball muss nicht unbedingt auf der anderen Seite hinter meinem Gegner auftippen. Er sollte natürlich so gespielt sein, dass mein Gegner auf der anderen Seite ja schon gefordert wird, danach den Ball zu machen. Und ich möchte ihn ja auch eigentlich mit in den Punkt hineinnehmen, um auch den Punkt für mich am Ende zu gewinnen. Aber grundsätzlich ist der Lob erstmal dazu da, sich zu verteidigen, sich Zeit zu schaffen, wie wir es im Video von Karen Khachanov hier schon gesehen haben. Und auch ja, das Momentum aus der Spielsituation vom Gegner so ein bisschen mit rauszunehmen. Heißt, ein Lob muss auch nicht immer gespielt werden, wenn der Gegner am Netz ist, wie wir schon gesehen haben. Aber in den häufigsten Fällen wird er dann gespielt, wenn der Gegner mit einem Angriffsball und vielleicht noch einem ersten Volley nach vorne ans Netz kommt. Und dann ist es eine Möglichkeit für mich, den Ball entweder vorbeizuspielen, auf ihn zu spielen oder halt auch die Möglichkeit, drüber zu spielen. Und das mit einer möglichst hohen Flugkurve. Und diese Flugkurve gibt mir hinten zum einen Zeit, kann aber auch dem Gegner halt nochmal nach hinten drängen. Was macht er damit? Zu einem gefährlichen Schmetterball führen, den er vielleicht dann sogar auch vergibt. Gerade denk nochmal dran, wir spielen nicht immer gegen Profis. Profis schauen auch nicht meine Videos. Aber wir werden nicht alle jeden Schmetterball an der Reihe verwandeln, sodass wir auch viel auch über das Nervenkostüm, Selbstvertrauen etc. auch vom Gegner auch mit übernehmen können. Und gerade das auch ein wichtiger Faktor im mentalen Bereich auch noch ist. Außerdem kann ich den Lob auch sehr gut einsetzen im Doppel. Ich sehe immer wieder im Doppel, dass Spieler zu nah am Netz stehen und somit das Feld hinter sich komplett aufmachen, wo ich dann reinspielen kann. Das wird auch viel zu wenig gemacht, dass man den Ball mal über den Gegner chippt. Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, welche Möglichkeiten ich habe. Aber wenn ich den Gegner zum Beispiel im Doppel schon am Netz habe und er steht sehr nah am Netz und es kommt jetzt kein Aufschlag, der jetzt wie bei den Profis ist, dann kann ich den Ball auch über den Netzspieler chippen, direkt Verwirrung auf der anderen Seite auslösen, um auch dort meinen Vorteil zu gewinnen. Wie du im Doppel richtig stehen solltest, habe ich auch schon erklärt. All das findest du hier in unserer Doppel-Playlist. Wenn du dich im Doppel weiterentwickeln willst, schau gerne mal auch dort vorbei. Auch äußere Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf den Lob. Zum Beispiel, wenn du die Sonne im Rücken hast, da macht es auch Sinn, den Ball als Lob zu spielen, gerade wenn du angegriffen wirst, weil der Gegner dann beim Schmettern immer in die Sonne gucken muss. Und wenn es sehr windig ist an dem Tag, dann solltest du vielleicht eher auf den Lob verzichten oder viel Topspin mit in den Lob mit reinnehmen. Da gehen wir jetzt gleich im weiteren Verlauf des Videos mit drauf, sodass du den Ball besser kontrollieren kannst und der Ball vom Winde nicht nach ins Aus geweht wird. Jetzt kommen wir mal dazu, wie sollte ich denn eigentlich einen Lob spielen? Und nämlich die Situation, die ich dir gerade aufgenannt habe, Wann-Situationen, die bestimmen ganz maßgeblich das Wie ich den Ball spielen sollte. Und zwar habe ich dazu hier einmal meinen Topspin Pro mit hingesetzt. Im Grunde genommen habe ich zwei Möglichkeiten, den Ball auf die andere Seite über meinem oder sehr hoch auf die andere Seite zu spielen. Wenn der Ball zum Beispiel sehr flach kommt, ich kann den Ball auch so spielen, indem ich den in dem Sinne nur ein bisschen chippe. Da habe ich dann hier einen ganz normalen Kontinentalgriff und versuche den Ball viel von unten, dass ich diese Bewegung habe, den Ball sehr hoch spielen zu lassen. Ich werde es ja auch gleich nochmal im Slingerback zeigen. Oder die etwas aggressivere Form, die ich habe, den Ball auf die andere Seite zu spielen als Lob, wäre der Topspin-Lob. Während ich beim normalen Grundschlag, wenn ich Topspin mit anwende, hier noch mehr durch den Ball durchgehe, ist es jetzt hier für mich in der Form, wo ich ja noch mehr nach oben spielen möchte, viel mehr, dass ich auch hier mehr versuche, den Schlägerkopf unter den Ball zu bekommen. Und dann hier etwas steiler den Ball nach oben wegspielen möchte. Während ich beim normalen Grundschlag versuche, hier mehr durch den Ball durchzugehen, habe ich es beim Lob so, dass ich von hier aus die Kurve steiler machen möchte, um den Ball dann auch hier nach oben wegzuspielen. Als nächstes zeige ich dir nochmal beide Varianten auf Zuspiel. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Wann bestimmt das Wie. Wenn ich keine Zeit habe und ich komme vielleicht gerade eben hier so an den Ball,
dann schaffe ich es manchmal nicht direkt hinter den Ball zu kommen, um noch einen Topspin-Lob zu spielen. Dann nehme ich den Hammergriff und versuche den Ball auch erstmal wieder hier auf Höhe auf die andere Seite zu spielen. Wenn ich dann aber ein bisschen mehr Zeit habe, vielleicht ein etwas kürzerer Volley kommt, zum Beispiel der zweite Volley. Gerade wenn du angegriffen wirst, ersten Ball versuchen, in die Vorwärtsbewegung auf Mann ruhig zu spielen, dann zu warten, was kommt weiter. Manchmal kommt da ein Lob oder ein Volley, der ja nicht ganz so scharf ist, der eher mehr so gelegt wird. Dann, wenn ich dann rankomme und Zeit habe, dann ist das eine schöne Gelegenheit darauf, mal mit Topspin an den Ball ranzugehen. Hat nämlich auch dann den Vorteil, dass wenn der andere an den Ball kommt, und zwar wenn ich den Ball als Slice-Lob spiele, wenn ich den Ball so reinspiele, dann bleibt der Ball, der wird nachher nicht wirklich schneller. Heißt, nach dem Auftippen springt der Ball hoch weg und ist dann noch sehr einfach, dann zumindest zu erlaufen. Während wenn ich den Ball so mit Topspin reinspiele, der Ball aufspringt und weiterfliegt und schwerer wird von der anderen Seite dann wieder zurückzugehen, weil ich dann noch weiter zurücklaufen muss und der Ball dann noch schneller wird. Also das ist ein großer Unterschied, den man mit einem, wenn ich Zeit habe, Topspin-Lob spielen kann, dann macht es schon Sinn, weil die Spielfortsetzung schwerer wird auf der anderen Seite. Auch die Situation, wann spiele ich den Lob, müssen ganz klar sein. Und das gibt es gar keine Pauschalantwort vor, da gibt es nur ein paar Tipps. Die muss man immer selber so ein bisschen, eben, wenn man eins spielt, ein kleines Gefühl dafür entwickeln, wie und was macht der Gegner. Und vor allen Dingen auch gut beobachten. Es gibt zum Beispiel auch Spieler, die zu nah ans Netz vorlaufen, die keinen Split-Step machen, die ein wenig handlungsalternativ sind. Und wenn die dann nah am Netz stehen, zack, dann kann ich ihn einfach dann locker drüber legen, wenn ich vielleicht auch sonst ja versuchen könnte, an ihm vorbeizuspielen. Aber gerade Spieler, ja, die zu nah aufs Netz aufschließen, keinen Split-Step machen, sind immer etwas leichter zu überspielen oder auch zu passieren. Und wenn der Ball jetzt so hoch ist wie jetzt hier aus der Maschine, ich werde es gleich nochmal verändern, die Ballmaschineneinstellung, die blende ich dir übrigens immer mit ein. Oder ich habe eher Bälle, die ich gerade eben hier noch bekomme. Ich mache mal ein bisschen aus dem Lauf, dass es realistischer ist. Ich komme hier gerade eben noch hin. Ball ist flach. Dann nehme ich den Kontinentalgriff, wenn ich Zeit habe. Auch wenn man unter Druck ist, aber man muss sich die Zeit nehmen, weil nicht immer jeder Volley kommt so gestochen scharf, dass ich keine Zeit hätte mehr darauf zu reagieren. Dann versuche ich den Topspin-Lob zu machen. Mir hilft zum Beispiel auch, wenn ich den Topspin-Lob, wenn wir jetzt gleich mal darauf eingehen, wo spiele ich denn eigentlich den Lob hin? Was macht Sinn? Wie spiele ich den Lob? Dass ich entweder versuche, den Ball über die Diagonale zu spielen, weil die Diagonale natürlich etwas länger ist, als wenn ich den Ball jetzt gerade reinspiele. Oder ansonsten versuche ich, den Ball ja zum einen möglichst hoch zu haben und auf die Rückhandseite des Gegners zu haben, dass er nicht ganz normal seine Aufschlagbewegung durchführen kann und dann mich abschmettern kann, sondern dass er gezwungen ist zu einem schweren Ball. Und dieser Ball hier mit der Rückhand als Smash ist natürlich sehr schwer, weil einem so ein bisschen die Orientierung fehlt. Und wenn er ihn dann reinspielt, hat er gut gemacht. Aber ich muss es ihm natürlich dann trotzdem noch so schwer wie möglich machen. Ich war den ganzen Punkt über unter Druck. Jetzt muss er es dann auch noch so finishen. Es gibt immer wieder auch Punkte oder Situationen, wo ich dann trotzdem daraus durch einen Fehler dann des Gegners den Punkt machen kann. Aber den habe ich dann ja in dem Sinne provoziert, indem ich den Ball auch dahin gespielt habe und nicht den Ball zu weit gespielt habe oder ja so, dass er mich abschmettern kann, gespielt habe. Zum Abschluss des Videos kommen jetzt nochmal drei häufige Fehler, die ich immer wieder sehe rund um das Thema Lob. Thema Nummer 1, du verlierst das Gleichgewicht, wenn du lobst. Jedes Mal, wenn du zum Lob kommst, manchmal hat man auch keine Zeit, aber trotzdem immer darauf achten, dass du versuchst, möglichst stabil zu sein und nicht nach hinten zu fallen, während du schlägst. Zum einen habe ich da wenige Kontrolle und jedes Mal, wenn ich nach hinten falle und dabei noch schlage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Ball auf der anderen Seite zu kurz wird, sehr, sehr hoch. Also versuch, wenn du den Lob machst, ist egal, ob du es hier auf der Rückhandseite machst oder auf der Vorhandseite, dass du beim Schlagen vom Ball nicht nach hinten fällst, sondern eher die Beine noch mit einsetzt, runtergehst, die Beine mit einsetzt, den Ball nach oben zu beschleunigen und darauf zu achten, dass du nicht nach hinten durchfällst und somit
ja, dich leicht angreifbar machst. Der Schmetterball dann kommt auf einen zu kurzen Lob und dann dein Lob keinen Erfolg für dich hat. Der zweite häufige Fehler, der beim Lob häufig passiert, dass die Position des Gegners zu wenig beobachtet wird. Was meine ich damit? Wenn der Gegner dich angreift und zum Netz aufschließt, entweder rennt so durch, wie wir es gerade gemacht haben, dann ist es für mich sehr, sehr einfach zu lobben. Oder er verzögert ein bisschen, spielt den ersten Volley und ich muss einfach immer wieder beobachten, wo spielt er denn seine Volleys, um dann auch vielleicht für den nächsten Ball bereit zu sein, den Ball dann auch mal als Lob oben drüber zu spielen. Heißt, immer wieder darauf achten, wo spielt dein Gegner denn die Volleys, läuft er weiter vor ans Netz, rückt er nach vorne durch, möchte er einen Punkt danach den Volley beenden, dass du das einfach mit in deine Schlagentscheidung mit berücksichtigst, um dann auch die richtige Lösung, die Lösung kann dann zum Beispiel wieder mal ein Lob sein, mit in dein Spiel mit einzubeziehen. Und der dritte Fehler, der häufig beim Lob gemacht wird, dass man keine weitere Spielfortsetzung hat. Wenn man den Lob so spielt, dass entweder der Gegner einen schwierigen Ball schlagen muss oder wir haben es sogar geschafft, dass er ja nach hinten laufen muss, den Ball erreichen muss, versuchen muss, dass man dann auch selber im Kopf schon hat das Mindset, er hat hinten jetzt vielleicht ein bisschen Probleme dabei, meinen Lob zu erlaufen, indem ich selber auch offensiver werde, wieder etwas näher zur Linie komme und dann auch eine bessere Spielfortsetzung habe, um dann wieder auch ja, in den Ballwechsel reinzukommen, wo ich vielleicht während des Ballwechsels ja angegriffen wurde, nur reagieren konnte. Ist das eine Gelegenheit, gerade dann, wenn der andere Gegner meinen Lob erlaufen muss, wieder für mich eine Chance, auch aktiver, offensiver zu werden und diese Chance dann nicht zu verpassen. Das machen sehr, sehr viele Spieler, die dann keine Spielfortsetzung haben, wenn sie selber erfolgreich den Lob gespielt haben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest wieder einige Sachen für dein Offline-Tennis mitnehmen. Gerade die richtige Schlagentscheidung. Wann spiele ich den Lob? Wann gehe ich vielleicht zum Passierball? Diese Entscheidungen, die wir jetzt hier auf dem Kanal immer wieder häufiger thematisieren, sei es in unseren Match-Analysen oder jetzt gerade in einer Schlaganalyse. Wann spiele ich welchen Schlag wohin? Kann dir helfen, im Satz 4 bis 8 Punkte mehr zu gewinnen. Und gerade diese 4 bis 8 Punkte können dafür sorgen, dass du den Satz vielleicht 6-4, 7-5 gewinnst, den du vielleicht vorher 4-6 oder 5-7 verloren hast. Schreib gerne in die Kommentare, nutzt du den Lob? Welchen Schlag sollten wir uns vielleicht mal als nächstes angucken? Und wie immer, Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen hier auf dem Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.